Hallo liebe Weltraum-Trucker, heute möchte ich euch meine Lieblings-Firefox-Addons vorstellen. Bei Firefox handelt es sich um einen freien Browser, den es für Linux, Windows und auch macOS gibt. Ich habe Firefox hier bereits installiert und möchte diesen jetzt über sogenannte Add-ons erweitern, um zusätzliche Funktionen und Sicherheit freizuschalten. Dazu surfe ich auf die Webseite addons.mozilla.org und gebe das zu installierende Add-on im Suchfeld ein. Als erstes installiere ich mir jeweils uBlock Origin. uBlock Origin ist ein mächtiger Ad-Blocker, der Werbung auf Webseiten ausblendet. Über den Punkt Hinzufügen kannst du das Add-on installieren. Und du siehst bereits, es hat sich hier oben integriert. Als nächstes installiere ich mir Privacy Badger von der Electronic Frontier Foundation. Auch Privacy Badger schützt dich vor bösartigen Ausspionieren-Aktionen von Werbetreibenden. Dabei arbeitet es dynamisch und lernt anhand deines Benutzerverhaltens und dem Verhalten der Webseiten, was es blocken soll und was auch nicht. Du kannst es ebenfalls zu Firefox hinzufügen. Wahrscheinlich kennst du auch diese nervigen Cookie-Banner. Überall auf allen Webseiten werden sie eingeblendet. Möchtest du Cookies akzeptieren, dann weißt du nicht, wo muss ich drücken, weil sie es eh dauernd verstecken, den richtigen Knopf oder erst gar nicht anzeigen. Wenn dir diese Cookie-Banner auch auf die Nerven gehen, kannst du sie mit I Still Don't Care About Cookies von Goose loswerden. Einfach in der Suche eingeben, zu Firefox hinzufügen und du hast Ruhe vor den Cookie-Bannern. CookieBlock arbeitet anhand von Cookie-Analyse und wurde an der ETH in Zürich entwickelt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Speicherdateien, die bei dir auf der Festplatte abgelegt werden vom Webseitenbetreiber und zum Teil oder sogar sehr häufig genutzt werden, um deine Aktivitäten zu verfolgen. Um das zu unterbinden, lernt CookieBlock dynamisch, welche Cookies bösartig sind und lässt diese nicht mehr zu. Auch hier zu Firefox hinzufügen, hinzufügen und das Add-on ist drauf. In den Einstellungen kannst du noch weitere Feintuning-Maßnahmen vornehmen. Die Standardeinstellungen sind in der Regel aber sehr gut. Da ich gerne sauber schreibe im Internet, installiere ich mir jeweils noch das Add-on Language Tool. Language Tool ist eine Erweiterung, mit der man Eingaben, Texteingaben in Feldern im Firefox direkt sauber auf Rechtschreibung und Grammatik prüfen kann. Wer Google nicht so gerne mag, dem kann ich die Suchmaschine Startpage empfehlen. Über das Add-on EU Startpage Unofficial, ist wichtig, dass du genau dieses Add-on findest, kannst du einstellen, dass Startpage als Standardsuchmaschine verwendet werden soll. Klicke auf Hinzufügen und du wirst gefragt, ob Startpage deine neue Suchmaschine werden soll. Dies kannst du mit Ja bestätigen. Nun sind die wichtigsten Add-ons bereits installiert, aber du siehst sie nicht alle hier oben in der Symbolleiste. Ich empfehle dir daher, hier über dieses Symbol alle Add-ons, die du gerne in der Symbolleiste sehen möchtest, anzuklicken, auf das Zahnrad-Symbol, an Symbolleiste anheften und schon werden sie in der Symbolleiste dargestellt. Darüber hinaus nehme ich noch einige kleine Einstellungen in Firefox vor. Wähle das Menü und den Punkt Einstellungen aus. Ich habe zum Beispiel nicht so gerne, dass auf der Startseite so viele Sachen angezeigt werden. Daher klicke ich mir hier all diese Punkte weg. Diese sind standardmäßig aktiv. In der Suche prüfe ich außerdem, ob Startpage wirklich die Standardsuchmaschine geworden ist. Diese wird hier angezeigt, es ist also alles gut. In der Adressleiste werden darüber hinaus in der Regel Suchmaschinenvorschläge angezeigt. Ich nutze keine von denen und klicke mir all diese Suchmaschinenvorschläge jeweils mühsam weg. Leider gibt es keinen Knopf, in dem man das global einstellen kann. Tabs und Chronik möchtest du vielleicht, kannst du für dich entscheiden. Es gibt darüber hinaus noch einige wichtige Sicherheitseinstellungen. Hier würde ich dir zum Beispiel empfehlen, immer Do Not Track Informationen mitzusetzen. Do Not Track
besagt den Webseiten, also du sagst den Webseitenbetreibern, ich möchte nicht verfolgt werden. Nicht alle Webseitenbetreiber befolgen diese Botschaft bisher, aber in der Zukunft kann es möglich sein, dass sie dazu gezwungen werden. Eine weitere gute Einstellung, die ich dir empfehle, ist die Datenerhebung durch Firefox zu deaktivieren. Dazu kannst du diese drei Punkte abklicken. Über den nur HTTPS-Modus stellst du sicher, dass Webseiten nur verschlüsselt über HTTPS angesurft werden können. Falls eine Webseite doch kein HTTPS anbietet, wird dir eine Warnung angezeigt und du kannst eine Ausnahme hinzufügen. Ich empfehle dir daher, diesen Punkt nur HTTPS-Modus zu aktivieren. Auch DNS über HTTPS ist sinnvoll. Damit werden alle deine DNS-Abfragen über das HTTPS-Protokoll gesendet. DNS ist wie eine Telefonbuchanfrage. Du fragst zum Beispiel, welche Nummer hat die Webseite spacefun.ch? Dann geht eine DNS-Anfrage standardmäßig unverschlüsselt über das Netz. Der DNS-Server deines Providers antwortet dir, ah ja, das hat die und die IP-Adresse, das ist die Nummer. Und du kannst weiter surfen. Der Computer arbeitet dann mit der IP-Adresse. Da wir diese Anfragen aber unverschlüsselt senden, kann diese überall im Netz mitgelesen werden. Deswegen empfehle ich dir, DNS über HTTPS zu aktivieren. Das ist aber nur möglich, wenn du den sicheren DNS-Schutz zunächst hier auf erhöhten Schutz stellst. Dann ist automatisch ein Anbieter ausgewählt. Du kannst diese Anbieter auch wechseln, dir einen eigenen Anbieter wählen und so weiter und so fort. Firefox bietet außerdem eine Option Pocket an. Damit kann man Webseiten in einer lesbaren Form abspeichern und nachher genau anschauen. Ich nutze diese Erweiterung nicht, die ist standardmäßig mit drin und ich deaktiviere sie jeweils über About Config. Dort kann man erweiterte Einstellungen vornehmen. Man muss sich das Risiko bewusst sein und ich gebe doch dort ein Pocket.enabled, klicke es aus und ihr habt gesehen, das entsprechende Erweiterungssymbol ist verschwunden. Damit habt ihr ungefähr den Firefox so eingerichtet, wie ich ihn selbst auch nutze und ich denke, da sind wir aktuell ganz gut mit dabei. Sollte sich da etwas ändern, werde ich dir sicherlich ein Update-Video nachschicken. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, euer Leo.